Hallo und herzlich willkommen zu Hit Dice. Mein Name ist Dustin und das heutige Video ist entstanden anlässlich der Conspiracy bzw. des Gratis-Rollenspieltags. Ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Video dazu machen kann, was du eigentlich brauchst, damit dein Einstieg ins Online-Pen-and-Paper-Rollenspiel gelingt. Und ganz am Ende habe ich nochmal drei wertvolle Tipps für euch, die ich über all die Zeit so gelernt habe und die mir wirklich geholfen haben, mein Spiel als Spielleiter zu verbessern. Also bleibt auch bis zum Schluss dran. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Beginnen wir mit der Ausstattung. Was braucht ihr überhaupt? Also, ihr braucht auf jeden Fall ein technisches Endgerät mit einem Mikrofon, optimalerweise ein Mikrofon selbst. Die wenigsten Systeme werden rein textbasiert gespielt. Es gibt natürlich welche in Forensystemen in der Regel, wo nur geschrieben wird, aber das ist nicht üblich fürs Online-Spielen. Deswegen ein Gerät, mit dem ihr sprechen könnt und dann dementsprechend wahrscheinlich auch eine App, ob das jetzt TeamSpeak ist oder ihr das über Discord macht. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr findet da einen Weg, wie ihr miteinander kommunizieren könnt. Ob ihr selbst mit einer Cam auch dabei seid oder nur die anderen oder vielleicht auch gar keiner mit einer Cam spielen möchte, das ist euch frei überlassen. Die meisten VTTs bieten da schon was an, aber natürlich auch Sachen wie Discord, die von vornherein die Möglichkeit haben, Video auch zu übertragen. Und ihr solltet schwer darüber nachdenken, ob ihr nicht mit Kopfhörern spielt, aber dazu gleich mehr. Denn wir kommen jetzt zu unserer kurzen Mikrofonkunde und zwar gibt es dynamische und Kondensatormikrofone. Das, was ihr häufig bei YouTubern irgendwo im Video rumfliegen seht, also diese Dinger mit diesem langen Arm, das irgendwo hier vorne ist, dann ist da noch so ein Sprechding davor, das sind in der Regel Kondensatormikrofone. Und diese Kondensatormikrofone werden deswegen benutzt, weil man sich in der Regel in einer studioähnlichen Situation befindet. Die schlagen sehr schnell aus, die nehmen sehr, sehr viel auf, wohingegen das Dynamische deutlich weniger aufnimmt. Das hat einfach damit zu tun, das braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr auf einer Bühne steht. Denn dann wollt ihr ja gar nicht, dass so viele Rundgeräusche drumherum eventuell mit aufgenommen werden, sondern nur das, was ihr aktiv reinsprecht. Die Situation habt ihr in der Regel nicht, aber das ist sozusagen der große Unterschied zwischen diesen beiden. Allerdings heißt das nicht, dass jedes Mikrofon, nur weil es zum Beispiel besonders klein ist, ein dynamisches ist. Das, was ihr jetzt hier bei mir zum Beispiel seht, das SmartLav, das ist auch ein Kondensatormikrofon. Das nimmt auch relativ viel auf von der Range, was drumherum irgendwie aufgenommen werden kann, aber halt nur in einem sehr eingeschränkten Radius, dadurch, dass es so klein ist. Diese großen Dinger, die nehmen teilweise den ganzen Raum auf und das wollt ihr möglicherweise deswegen verhindern, weil ihr dann einen Raumhall bekommt. Je nachdem, wo ihr sitzt, wird eure Stimme ja zurückreflektiert und dadurch Hals. Beziehungsweise, wenn der Raum sehr groß ist und sehr wenig an den Wänden ist, dann klingt alles so ein bisschen hallig, so ein bisschen entfernt, dumpf eventuell und das wollt ihr möglicherweise vermeiden. Deswegen bietet es sich zum Beispiel an, wenn ihr sowieso schon ein Headset habt, über dieses Headset auch zu telefonieren, denn gleichzeitig könnt ihr natürlich darüber hören und dann gibt es auch keine Rückkopplung. Rückkopplungen sind eigentlich nur dann ein Problem, wenn ihr ein sehr günstiges Mikrofon verwendet und ohne Kopfhörer spielt. Denn dann kann es nämlich sein, dass das, was aus euren Boxen rauskommt, von diesem Mikrofon aufgenommen wird und der Computer nicht in der Lage ist zu unterscheiden, ist das jetzt gerade das, was aktuell gesprochen wird, sodass ich das gar nicht mit einspielen möchte. Also die meisten Programme wie Discord zum Beispiel sind in der Lage, sowas rauszufiltern. Oder aber ist das eine neue Information? Wenn er es für eine neue Information hält, was in der Regel die Kombination aus schlechter Box und schlechtem Mikrofon ist, dann kann es zu solchen Rückkopplungen kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel spiele mit so etwas wie dem hier, dann habe ich gar keine Rückkopplung. Das heißt, ich muss keine Kopfhörer tragen, aber je nachdem, wie viel Geld ihr investieren wollt oder wie gut euer Equipment ist, desto wahrscheinlicher ist es, wenn ihr euch im Low-Budget-Bereich befindet, dass ihr da möglicherweise mit Kopfhörern spielen solltet, um solche Rückkopplung zu vermeiden. Kommen wir zum dritten Thema. Was ist eigentlich völlig optional? Ganz viele Leute schwören darauf, einen zweiten Monitor zu haben. Das heißt, an der Stelle sind wir uns schon mal klar, wir spielen an einem Desktop-PC. Das finde ich gar nicht so zwingend. Ich selber spiele zum Beispiel nie damit. Die Vorteile sind höchstens im VTT-Bereich zu finden, denn da habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, ich mache ein paar Dokumente hierhin, hier möchte ich das Spiel haben. Manche arbeiten sogar noch mit einem dritten, über den sie dann ihre Audiosachen abrufen. Das sieht dann mega cybermäßig aus, aber ist das wirklich notwendig? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Was dagegen, finde ich, notwendiger ist, ist die Webcam. Ihr braucht sie nicht unbedingt zum Spielen, auf gar keinen Fall. Aber die Webcam hat einfach den Vorteil, wenn ihr zu sehen seid, und ihr seid das in der Regel ja in einer geschlossenen Gruppe. Ihr zeigt euch ja nicht vor der ganzen Welt, sondern nur vor den Leuten, mit denen ihr sowieso spielen wollt und die ihr möglicherweise sowieso schon optisch kennt. Und dann hilft es eben auch, dass ihr auf Gestik und Mimik zurückgreifen könnt. Ihr müsst einfach beachten, dass wenn ihr nur schreibt oder nur zu hören seid, die großen Teile der nonverbalen Kommunikation wegfallen. Also alles, was Gestik und Mimik ist. Und an der Stelle kann es zu Kommunikationsfehlern zwischen euch als Spieler kommen. Und wenn dann die Technik auch nicht stimmt, weil der Ton nicht ganz in Ordnung ist, ihr möglicherweise immer zu leise, zu hallig seid oder sonst etwas, dann versteht man euch schlecht, gar nicht mehr oder möglicherweise falsch. Und gerade das wollt ihr doch eigentlich vermeiden.
Außerdem habt ihr die Möglichkeit des Actings. Und gerade weil das ganze Online-Spielen deutlich intensiver ist, ein Punkt, auf den ich nachher noch eingehen werde, hat es auch Sinn, hier ein bisschen mit zu acten beim Spielen. Wenn etwas Gruseliges passiert, einfach mal weit die Augen aufreißen und wirklich entsetzt gucken, was da gerade abgeht, damit die anderen Mitspieler die Möglichkeit haben, in diese Immersion auch einzusteigen und sich auch mit in dieser gruseligen Situation fühlen können. Und da ist eine Webcam natürlich essentiell, denn das nur über die Stimme zu machen, ist auf jeden Fall deutlich komplizierter. Und wenn ihr sowieso gerade darüber nachdenkt, euch technisch auszustatten und ihr eine Webcam kaufen wollt und ein Mikrofon, dann schaut doch einfach mal, ob ihr nicht einfach das Geld nehmt, das ihr für beide investieren würdet, für eine gute Webcam, die ein Mikrofon verbaut hat. Da gibt es wirklich gute Geräte, so ab 50, 60 Euro, die ein hervorragendes Mikrofon haben und ihr habt gleichzeitig noch eine HD-Webcam, die eigentlich alles macht, was ihr braucht. Bevor wir jetzt also sozusagen vom Materialtechnischen in das Virtuell-Technische rein rübergehen, kommen wir nochmal zur Schnittstelle dazwischen. Was sind eigentlich so die üblichen Hürden oder Probleme, die auftauchen? Und das ist etwas, was ihr am Anfang auf jeden Fall einplanen solltet. Ein bisschen Zeit. Denn ganz häufig wird es so sein, dass einzelne Spieler am Anfang kein Bild haben, keinen Ton haben oder euch nicht hören können. All solche Dinge passieren am Anfang, da müsst ihr ein bisschen Zeit einplanen, um dafür zu sorgen, dass erstmal alle irgendwie mit drin sind. Gerade wenn ihr Spieler dabei habt, die nicht besonders technisch affin sind oder sowas, dann kann das manchmal wirklich frustrierend sein. Und wenn ihr dann schon das Gefühl habt, boah, ich würde so gerne losspielen, dann ist das wahrscheinlich für euch noch frustrierender. Deswegen plant von vornherein, die ersten 10 Minuten wird erstmal nur gequatscht und dafür gesorgt, dass alle technisch auf dem Stand sind und erst dann geht das Spiel los. Das hat außerdem den Vorteil, gerade wenn ihr mit einer fremden Gruppe spielen solltet, dass die Leute sich erstmal ein bisschen warm quatschen können. Denn ein abrupter Einstieg ins Rollenspiel im Online-Spiel ist manchmal ganz schön hart zu schaffen. Die Leute sitzen dann da, die kennen einander nicht, die haben möglicherweise mit niemandem in der Runde jemals gesprochen und jetzt sollen sie sich direkt aus ihrem Charakter heraus verhalten. Das ist wirklich schwierig. Manche Leute können das gut, aber geht davon aus, dass nicht jeder das kann und das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen für diese Leute. Manchmal hilft es, sich wirklich ein bisschen warm zu quatschen. Stellt am Anfang ruhig mal gerade bei neuen Spielern oder Leuten, die ihr nicht kennt, einfache Fragen wie, wie heißt du, was hast du heute so erlebt, dass die Leute einfach mal so ein bisschen ins Reden reinkommen. Was sind deine Hobbys, etwas, worüber sie vielleicht sogar ein bisschen schwärmen und was man dann in irgendeiner Form hinterher auch bedienen kann, indem man sie da einfach mal wieder dran erinnert. Außerdem noch zwei technische Sachen. Wenn ihr mit relativ schwachen Endgeräten arbeitet, also einem älteren Laptop zum Beispiel, dann kann es manchmal sein, wenn ihr die Kommunikation über Discord betreiben wollt, dass Discord so viele Ressourcen frisst, dass das Ganze gar nicht mehr richtig funktioniert. Das VTT fängt an zu stottern oder sonstige Sachen oder ihr könnt nur noch Discord benutzen oder Discord gar nicht verwenden. Und das liegt häufig daran, dass die Desktop-Applikation von Discord sehr, sehr ressourcenfressend ist. Die braucht unheimlich viel Arbeitsspeicher, gerade wenn ihr aktiv Bild und Ton übertragt. Das ist am Handy übrigens nicht so bei der Handy-App. Das heißt, ihr könntet an der Stelle auch überlegen, euren Spielern zu sagen, hey, mach Discord mal am Desktop aus, mach's übers Handy. Wir kriegen es übers VTT ja trotzdem hin. Das wird schon helfen. Oder ihr geht von vornherein auf die Alternativen, und zwar Programme wie zum Beispiel TeamSpeak, die explizit dafür gemacht sind, wenig Ressourcen zu fressen und im Hintergrund zu laufen. Das ist nicht der Gedanke von Discord. Discord ist eher eine Forenstruktur. Und das lässt sich dann hinterher wieder daran erkennen, wie viel Ressourcen es braucht. Also achtet ein bisschen drauf, mit welchen Geräten ihr da arbeitet, was ihr in Kombination benutzen wollt und auch welche Software. Und denkt über Notfallalternativen ab. Für den Fall, dass bei irgendwem das Internet komplett abkackt oder dass einfach gar nichts mehr geht, weil das Gerät nicht richtig funktioniert, dann habt ihr ja immer noch die Option, mit jemandem zu telefonieren. Fragt doch am Anfang mal einfach, ob jemand zum Beispiel sehr, sehr ländlich wohnt oder ob in der letzten Zeit alles in Ordnung ist mit seinem Netz. Was ist dann einfach in dem Fall, wo nichts mehr geht, wo er rausfliegt? Wie könnt ihr dann mit ihm kommunizieren? Klärt am Anfang doch vielleicht einfach mal eure Handynummern ab, dass ihr den Menschen anrufen könnt. Er kann doch auch einfach übers ganz normale Telefonieren mit dabei sein. Dann kommen wir jetzt zu Würfeltools und sonstiger Support-Software. Also erst einmal, die meisten Sachen, von denen ich euch jetzt erzähle, sind in vielen der VTTs sowieso schon von vornherein implementiert. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt ohne VTT spielen, dann solltet ihr vielleicht über folgende Dinge nachdenken oder ergänzen zum VTT, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas funktioniert nicht hervorragend. Und das könnte ja zum Beispiel die Übertragung von Bild und Ton sein. Wenn ihr über Ton nachdenkt, dann denkt einfach mal darüber nach, ob es nicht Sinn hat, etwas wie Mumble oder TeamSpeak zu benutzen. Die beiden brauchen sehr, sehr wenig Ressourcen, weil sie dafür gemacht sind, im Hintergrund zu laufen. Und dementsprechend wird es wenig Störung geben, selbst bei schwächeren Rechnern. Und das Ganze kostet auch nicht super viel. Möglicherweise kommt ihr auch völlig kostenlos an irgendwelche TeamSpeak-Server oder so etwas ran, was euch auf jeden Fall eine große Hilfe sein kann. Wenn ihr alternativ sagt, ihr wollt die Bildübertragung gleich mithaben, dann braucht ihr natürlich etwas wie Skype oder Google Meet oder Zoom.
oder eben Discord. Die Sachen, die sind natürlich vom Grundgedanken her dafür gemacht, dass man im Vordergrund miteinander in einer Konferenz oder in einem Telefonat spricht. Das heißt, dementsprechend brauchen sie mehr Ressourcen, weil es da mehr um Performance geht. Eine bessere Bildqualität zum Beispiel, die mit übertragen wird. Wenn eure Rechner und eure Laptops und eure sonstigen technischen Endgeräte wie Handys oder Tablets das können, ist das gar kein Problem. Aber wenn ihr das Gefühl habt, das könnte irgendwo bei irgendwem schwierig werden, dann möglicherweise sagen, ich gehe den Schritt zurück, schlechtere Bildqualität in Kauf nehmen oder gar kein Bild, dafür aber ordentlicher Ton, denn der ist in der Regel wichtiger. Zoom kann man allerdings genauso wie Google Meet oder Jitsi zum Beispiel auch browserbasiert benutzen und da sind sie relativ ressourcensparend. Das sind drei Alternativen, zum Beispiel bei Jitsi braucht ihr gar keinen Account, da könnt ihr von vornherein ein Meeting aufmachen. Bei Google Meet müsstet ihr zumindest einen Google-Account haben, beziehungsweise jeder, der mit in das Google Meet Meeting rein soll. Aber die übertragen eigentlich ziemlich guten Sound, ziemlich gute Bildqualität und das Ganze läuft über euren Browser, der sowieso offen ist. Und wenn ihr nur euren Browser benutzen müsst, dann wird das in der Regel nicht dazu führen, dass euer Laptop überfordert ist. Sehr praktisch sind dann auch noch Sachen wie Google Docs oder das Google Jamboard. Google Docs einfach, um miteinander ein Dokument ausfüllen zu können. Die Spieler und ihr könnt irgendwo Informationen da reinschreiben, sie können sich untereinander austauschen, sie können Informationen festhalten, die sie glauben, dass sie später nochmal brauchen. Das Jamboard dagegen ist eher sozusagen zum gemeinsamen Rumzeichnen. Wenn ihr darin Karten darstellen wollt zum Beispiel oder irgendwelche Symbole anlegen wollt, dann könnt ihr das da machen, indem einfach alle in einem gemeinsamen Dokument rumkritzeln. Das hat auf jeden Fall auch seine Vorzüge, wenn ihr das nicht sowieso im VTT machen wollt. Mit Würfeltools werdet ihr wirklich totgeworfen. Ob ihr Würfeltool eingebt, Würfelgenerator oder Würfelsimulator bei Google ist eigentlich völlig egal. Da werdet ihr auf jeden Fall was finden und die meisten sind auch in der Lage, nicht nur die gängigen Würfel zu würfeln, sondern praktisch x-seitige Würfel mit so vielen Seiten, wie ihr es braucht oder gebrauchen könnt. Natürlich gibt es auch da Unterschiede. Gebt dahinter vielleicht noch für Rollenspiel oder RPG ein. Es kann ja auch englischsprachig sein. Beim Würfeln sollte es egal sein, damit ihr zum Beispiel auch auf Konstrukte wie den Fate-Würfel zugreifen könnt, was in ganz normalen Generatoren nicht mit drin ist, weil sie dafür vielleicht nicht gedacht sind. Neben Google Docs gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, wo ihr auf einen Cloud-Speicher bzw. ein Cloud-Dokument zugreifen könnt und theoretisch reichen die ja. Ihr könnt in solche Sachen in der Regel immer Bilddateien einfügen und Schrift. Das heißt, auch da könntet ihr zum Beispiel Token oder Battlemaps reinladen und die dann manuell mit der Maus einfach von A nach B verschieben, so wie es im VTT eigentlich auch wäre. Und wenn ihr dann auch sagt, ihr wollt einen Schritt weitergehen, dann könnt ihr zum Beispiel GIMP oder Paint.net herunterladen als Bildbearbeitungsprogramm. Da könnt ihr ja auch auf den verschiedenen Ebenen ganz unten irgendwo eure Battlemap hinlegen, dann auf den darüberliegenden Ebenen jeweils einen Token, der kann dann ja darin verschoben werden und dann kann auch darin rumgezeichnet werden und alles Mögliche. Und ihr könnt auch sowas wie einen Nebel des Krieges simulieren für den Fall, dass ihr sonst mit einem VTT arbeitet, dass das aus irgendeinem Grund nicht hat, auch wenn das echt selten geworden ist. Denn dann könntet ihr ja zum Beispiel sagen, ich schiebe einfach ein schwarzes Bild auf die oberste Ebene und immer dann, wenn was freigelegt werden soll, dann schneide ich ein bisschen was aus diesem Bild aus und dann können die Spieler wieder ein bisschen mehr von der Karte gehen. Allerdings, wie gesagt, das ist schon eine Schrittigkeit, die ist ganz schön kompliziert. An der Stelle solltet ihr wirklich darüber nachdenken, ob ein VTT nicht doch die Wahl der Dinge sein sollte. Ganz essentiell für ein gelingendes Spiel ist natürlich auch Musik bzw. sind Soundeffekte. Das könnt ihr zum Beispiel über kostenpflichtige Programme machen, wie Sirenscape, oder es gibt auch kostenlose und kostenpflichtige Discord-Bots, die so etwas übertragen können wie Sound oder Geräusche. Und dann gibt es natürlich auch kostenlose Alternativen, wie zum Beispiel Google Meet, bei denen ihr einfach sagen könntet, wenn ich jetzt sowieso schon in diesem Browser bin, dann lege ich noch ein zusätzliches Fenster an. Das könnt ihr auch ohne einen zusätzlichen Account machen. Über den haut ihr euren Browser da rein, auf dem YouTube läuft, und dann könnt ihr darüber zum Beispiel Musik einspielen für alle anderen oder sonstige Programme natürlich, was auch immer ihr benutzen wollt. Das meiste, von dem ich also jetzt gerade geredet habe, findet ihr gebündelt in VTTs von vornherein schon implementiert, denn die haben ja genau den Sinn, dieses Spielerlebnis zu koppeln und alles miteinander zu verbinden für euch, damit euer Spiel möglichst gelingt ist. Das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde in Ausschnitten, sind Auszüge aus Roll20. Nicht nur, weil die mein Sponsor sind, sondern weil ich darüber am meisten einfach arbeite. Aber hervorragende Alternativen wie zum Beispiel Foundry oder Astral, Fantasy Grounds, Owlbear, alles das, darüber werde ich gleich auch nochmal kurz reden, was da die Unterschiede sind, bieten das auch. Das heißt, ihr müsst nicht Roll20 nehmen, ihr kriegt jetzt nur visuelle Eindrücke von mir, damit ich euch einmal zeigen kann, wovon ich eigentlich rede. Sie haben für alle gängigen Systeme Charakterbögen oder Angebote, mit denen man diese abbilden kann. Daten über Dienste wie D&D Beyond, die es auch für andere Systeme gibt, können implementiert oder importiert werden mit Hilfe von JSON-Dateien. Es können Bild- und Tonübertragungen stattfinden und es gibt einen Live-Chat, in dem ihr einander schreiben könnt.
Außerdem gibt es Würfeltools, die ihr verwenden könnt, um eure Würfe zu simulieren. Pages, auf denen ihr Karten, Battle Maps oder sonstige Bilder ablegen könnt, um ein spannendes Spielerlebnis für eure Spieler zu erzeugen. Über Funktionen wie eine Jukebox kann man Musik und Soundfiles einspielen. Über ein Inventar kann man Charaktere, Handouts und für eine bessere Übersicht Ordner anlegen. Und man kann sich spannende Minigames ausdenken oder Kartenspiele programmieren, mit denen man zum Beispiel so etwas wie das Deck of Many Things aus D&D erstellen kann. Kompendien, mit denen man per Drag and Drop ganz einfach Spielercharaktere, aber auch Feinde anlegen kann, die dann automatisch von Roll20 für euch generiert werden, die dann automatisch von eurem VTT für euch generiert werden und über die ihr zum Beispiel deren Standardattacken auslösen könnt, sowie auch weitere Proben. Ihr könnt Module für Abenteuer, Map-Tiles, Token für euer Spiel oder auch für sonstige spannende Effekte wie Area of Effect-Sachen herunterladen, kaufen, teilweise auch kostenlos finden auf diesen Seiten. Aber ihr könnt auch cooles Zeug, was am normalen Spieltisch gar nicht so ohne weiteres möglich ist, umsetzen in VTTs zum Beispiel. Ihr könnt Makros entwickeln, die für euch spannende oder interessante Effekte übernehmen und komplizierte Würfelbefehle ganz einfach abgreifbar machen, indem ihr sie jetzt immer und immer wieder einfach ausführen könnt. Ihr könnt Sound, aber auch grafische FX-Effekte benutzen, um euer Spiel ein bisschen spannender zu gestalten. Und ihr könnt API-Skripte verwenden, um Token automatisch zu bewegen, Schaden abzuziehen, Teleportation darzustellen, Shapeshifting und vieles mehr. Die Frage, die ihr euch jetzt also stellen solltet, ist, welches VTT ist eigentlich für mich das Richtige? Wenn ihr absoluten Minimalismus braucht und nicht viel mehr, dann ist so etwas wie der Owlbear vielleicht für euch perfekt, denn da könnt ihr Karten drauflegen, Token rumschieben, würfeln und viel mehr braucht ihr in der Regel nicht. Wenn ihr sagt, ihr wollt aber viel, viel mehr, ihr wollt coole Darstellungsmöglichkeiten, krasse Character Sheets oder irgendwelche API-Skripte, dann müsst ihr in die Richtung Roll20 oder Foundry schauen, die euch helfen werden, deutlich mehr darzustellen. Der große Unterschied ist sozusagen die webbasierte Variante und das Selbsthosting. Hosting bedeutet, dass ihr zum Beispiel so etwas benutzen wollt wie Fantasy Grounds Unity oder Foundry. Das heißt, ihr selber benutzt euren Computer als Host bzw. als Server und mit diesem Server hängt dann sozusagen eure Spielleistung ab, also von eurem Computer und von eurer Internetverbindung. Solltet ihr da sehr stabil aufgestellt seid, kann das durchaus hilfreich sein, dass ihr nicht abhängig davon seid, wie gerade die Server-Performance irgendwo in den USA ist oder so etwas. Habt ihr dagegen nicht diese guten Voraussetzungen, dann solltet ihr euch die Frage stellen, ob ihr nicht eher auf den Server irgendwo im Internet baut, denn der kann euch natürlich helfen, wenn eure Leistung selber nicht so stark ist, die einfach ein bisschen runterzurennen und ihr seid trotzdem dabei und nicht das ganze Spiel crasht. Das passiert super, super selten. Ich will jetzt gar nichts gegen das Selbsthosten sagen, aber wenn ihr sagt, ich möchte das nicht selber oder das ist für mich eine technische Überforderung, denn ich komme gleich nochmal dazu, was man dazu wissen muss, dann wollt ihr vielleicht etwas verwenden, was einfach webbasiert ist, wie Astral, wie Roll20, wie der Owlbear und viele andere Alternativen. Wenn ihr sagt, ich bin durchaus gewillt, ein bisschen Arbeit zu investieren, dann könnt ihr auch ruhig ein VTT nehmen, das euch alle Möglichkeiten bietet. Das kann dann Roll20 sein, das kann auch Foundry sein. Foundry, beim Selbsthosten an der Stelle sei gesagt, ihr müsst nicht super technisch affin sein, aber ihr müsst euch zumindest zutrauen, bei eurem Router in der Lage zu sein, einen Port freizugeben. Das klingt jetzt möglicherweise kompliziert, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Ihr müsst einfach nur einmal kurz in euren Router rein und ein bisschen was einstellen, aber dazu findet ihr Tutorials, wie das geht und das müsst ihr auch nur ein einziges Mal am Anfang machen. Und wenn ihr das geschafft habt, ist alles andere eigentlich wie überall sonst auch. Selbst Hosten hat aber noch einen, ich sag mal, wesentlichen Nachteil aus meiner Perspektive. Nicht ultra schlimm, aber wenn ihr als Host nicht online seid, dann können eure Spieler in der Regel auch nicht in die Kampagne rein. Das mag sein, dass inzwischen sich daran was geändert hat oder dass es Programme gibt, die das anbieten. Mein letzter und aktuellster Stand ist von zum Beispiel Fantasy Grounds, dass das nicht geht, dass andere Spieler dann nicht in die Kampagne reinkommen während der Zeit. Dann ist aber auch die Frage, wollen eure Spieler überhaupt irgendwas in der Kampagne, wenn ihr selber nicht da seid? Also das Problem ist gar nicht so groß.
Wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann habt ihr natürlich einen Vorteil gegenüber den serverbasierten Sachen, die also irgendwo im Internet gehostet werden, und zwar der fehlende Lag. Lag ist ein Problem, das ganz häufig auftritt, wenn ihr mit Programmen arbeitet wie Astral Roll20 oder sonst etwas, weil die Server irgendwo stehen zu Stoßzeiten, wo super, super viele Leute darauf zugreifen, kann das sein, dass die manchmal ein bisschen langsam sind und dann habt ihr Bildverzögerungen oder irgendwelche implementierten Sachen wie dynamische Beleuchtung funktionieren nicht richtig oder es wird etwas nicht richtig dargestellt, Spieler kommen nicht rein, kriegen keine Bild- oder Tonübertragung. Alles sowas ist deutlich häufiger bei webbasierten Sachen als beim Selbsthosting. Nur wie gesagt, beim Selbsthosting hängt es natürlich von eurer eigenen Sache ab. Wenn ihr sagt, das ist mir sowieso alles viel zu kompliziert, ich möchte die ganz einfachen Sachen, die ressourcensparend sind und bei denen das sowieso kein Problem ist, sowas wie den Oralware zum Beispiel zu verwenden, dann müsst ihr darüber eigentlich gar nicht nachdenken. Denn diese Sachen, die können nahezu gar nicht laggen, da müsst ihr nicht über Selbsthosten nachdenken und da braucht ihr auch das wenigste technische Know-how. Da müsst ihr eigentlich gar nicht wirklich was wissen, außer wie man einen Account einrichtet, den freigibt und dann darin sein Spiel ein bisschen zusammenbastelt. Aber das werdet ihr mit euren Spielern zusammen hinkriegen, denn die meisten VTTs sind wirklich sehr intuitiv. Und die zweite wesentliche Frage, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr darüber nachdenkt, welches VTT für euch das Richtige ist, ist, wie viel Zeit wollt ihr dafür sparen, dass ihr Geld ausgibt? Der Gedanke an der Stelle ist, wenn ein VTT sehr frequentiert benutzt wird, wie zum Beispiel Roll20, gibt es eine riesen Marketplace. Das heißt, da findet ihr Abenteuer, ihr findet Asset Packs, ihr findet Karten, ihr findet Token, ihr findet alles Mögliche, was ihr gebrauchen könnt, was euch helfen kann, euer Spiel zu beschleunigen. Ihr könnt diese Sachen für in der Regel wirklich wenig Geld, wir sprechen da von einzelnen Euros in der Regel, kaufen und die helfen euch dann, euer Spiel unheimlich zu beschleunigen. Wenn ihr also sagt, ich will gar nicht so viel Zeit investieren, um mir Sachen darin selber anzulegen, um mir Sachen zu schreiben, Charakterbögen anzulegen und alles Mögliche, könntet ihr auch einfach auf ein Kaufabenteuer zurückgreifen, wenn ihr mal gegenrechnet, wie lange ihr daran sitzt, so ein Abenteuer zu bauen. Und es gibt unendlich viele Kaufabenteuer in vielen der VTTs. Und wie wenig es dann kostet, ist die Zeitkostenrechnung manchmal gar nicht so schwer zu überschauen. Und wenn ihr sagt, ich möchte auf so etwas nicht verzichten, dann hat es durchaus Sinn, sich ein VTT zu nehmen, was da einen großen Marktplatz hat. Werft also am Anfang mal einmal einen Blick darauf, wenn das für euch relevant ist, was auf den Marktplätzen eigentlich zu finden ist. Bei Foundry zum Beispiel DSA im Moment sehr populär. Splittermond und D&D sind hervorragend in Roll20 umgesetzt. Da müsst ihr einfach mal gucken, was für euch so am besten ist. Aber die Großen bieten eigentlich auch so ziemlich alles an. Wenn ihr sowieso nur mit Homebrew-Zeug arbeitet, dann kann euch das möglicherweise egal sein. Aber auch da kann es ja relevant sein, dass ihr auf Token-Pakete und so etwas zugreifen könnt oder schöne Karteneffekte, wenn ihr eure Welt selbst erfinden wollt. Denn gerade dann, wenn ihr keinen Leitfaden habt, dauert es manchmal umso länger zu präparieren. Dann kann man auch sagen, ich gucke mal auf den Marktplatz, was ich da möglicherweise finde. Eine Sache, die ich euch an der Stelle aber auch noch sagen möchte, ist, natürlich könnt ihr später immer noch ein VTT wechseln, aber ihr habt so ein bisschen die Gefahr, wenn ihr euch für eins erstmal entschieden habt und da anfangt, Sachen zu kaufen, dass ihr euch festkauft, nenne ich das jetzt mal. Denn wenn ihr zum Beispiel als D&D-Spieler in Roll20 den Dungeon Master Guide, das Player Handbook und das Monster Manual gekauft habt, dann habt ihr dafür auch ausgegeben, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, aber sagen wir mal so um die 60 Euro oder so etwas. Und dann ist ja die Frage, würdet ihr D&D nochmal woanders spielen, wenn ihr dann da wieder 60 Euro kaufen müsst? Denn an der Stelle sei auch nochmal gesagt, diese VTTs, die haben sozusagen alle Lizenzrechte dann jeweils von den verschiedenen Spielemachern gekauft. Das ist genauso wie ihr ja, wenn ihr Übersetzungen im Deutschen findet, die von Ulysses kommen oder von sonst etwas, die haben ja nur Lizenzrechte gekauft. Das heißt, die verkaufen das in deren Namen bzw. mit dem Recht, das als Übersetzung im eigenen Namen zu verkaufen. Und so ist es bei diesen ganzen VTTs auch. Die haben dann zum Beispiel von den Wizards of the Coast die Rechte gekauft, um die D&D-Sachen dort zu verkaufen. Und das heißt, ihr habt dann ja nicht auch noch Anrecht auf das materielle Buch. Ihr habt dann auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe es doch jetzt in dem einen VTT gekauft, warum muss ich es noch in dem anderen kaufen? Also eine entscheidende Frage am Anfang ist auch, gefällt mir der Marketplace? Ist das das richtige VTT? Und bin ich bereit, hier so lange zu bleiben oder mir so sicher, dass ich anfange, richtig Geld dafür auszugeben? Macht euch da also am Anfang wirklich Gedanken und bevor ihr überhaupt wisst, ob das wirklich alles das Richtige ist, startet erstmal mit etwas Kostenlosem. Und wenn wir schon beim Thema Kosten sind, was sind eigentlich sozusagen die Unterschiede? Die Sachen, die selbst hosten lassen, wie Fantasy Grounds Unity oder Foundry, haben in der Regel Einmalpreise. Bei Fantasy Grounds sei zum Beispiel gesagt, wenn ihr eine Lizenz haben wollt als Spielleiter und eure Spieler sollen auf alles mit zugreifen können, selber keine Lizenzen zum Spielen brauchen und sonst was, müsst ihr einmalig richtig Geld ausgeben. Das sind, glaube ich, um die 150 Euro im Augenblick. Foundry müsst ihr auch kaufen. Ich glaube, die Lizenz kostet im Moment 60 Euro. Und dann ist es natürlich bei beiden noch so, wenn ihr zusätzliche Sachen kauft, dann kosten
kosten die auch nochmal Geld. Allerdings, wenn ihr die kostenpflichtigen Abos von VTTs, die webbasiert benutzen wollt, dann habt ihr da häufig auch Angebote wie Roll20 liegt irgendwo bei 10 Euro oder sowas im Monat, beziehungsweise bei 100 im Jahr. Das macht Astral auch so ähnlich und da wird es halt immer so sein, dass ihr da auch nochmal Geld ausgeben müsst. Allerdings, was natürlich ein Unterschied zu den Selbsthosting-Sachen ist, in der Regel haben die auch nochmal kostenlose Angebote. Ihr könnt als Free-Member in Astral, ihr könnt als Free-Member in Roll20 arbeiten, um erstmal ganz viele Dinge auszuprobieren. Häufig haben die auch schon Libraries mit allen möglichen Sachen, die euch bereits zur Verfügung stellen. Natürlich, um euch zu locken, das ist ganz klar. Aber ihr könnt an der Stelle schon mal testen, arbeite ich überhaupt mit Assets? Arbeite ich mit fertigen Kartenpaketen? Arbeite ich mit kostenlosen, vorgefertigten Abenteuern? Oder ist das sowieso alles nichts für mich? Oder sagt ihr, ich möchte auf Sachen bleiben, die sowieso immer nur und kostenlos sind, wie den Owlbear, weil man da gar nichts kaufen kann. Am Anfang würde ich euch halt einfach empfehlen, mit etwas einzusteigen, was sowieso schon kostenlos ist. Und das sind in der Regel die webbasierten, also Roll20 oder Astral. Probiert einfach mal, was die euch bieten und schaut mal, ob es das Richtige für euch ist. Und wenn ihr dann sagt, mich nervt das so sehr, dass der Server ab und zu rumspinnt, wenn ich gerade versuche zu spielen oder das ist mir nicht genug, optisch möchte ich das noch schöner haben und mehr Möglichkeiten, dann denkt doch mal über Foundry nach. Das ist eine Entscheidungsfrage, die ihr euch am Anfang einmal stellen müsst, klar, beziehungsweise die ihr später nochmal stellen könnt. Es hängt ja nur von eurem Marketplace sozusagen ab oder euren eingekauften Sachen. Und jetzt zum Abschluss kommen wir einmal zu den Sachen, die im Online-Spiel einfach ganz, ganz anders sind. Und das ist zum Beispiel etwas, was mit Planungsfragen zu tun hat. Plant am Anfang, wie ich das vorhin schon gesagt habe, Zeit ein. Diese Zeit kann für alles Mögliche verwendet werden. Es kann der bereits angesprochene Zeitraum sein, den ihr einfach braucht, um alle technisch auf den Stand zu bringen. Aber ihr solltet zum Beispiel am Anfang auch einen Toncheck machen. Fragt jeden Spieler bitte, beziehungsweise euren Spielleiter einmal, ob ihr gehört werdet oder ob sie gehört werden. Ob sie hören können und so weiter. Macht das nicht erst im Spiel. Auch wenn ihr möglicherweise sehr introvertierte Leute dabei habt, bittet sie darum, sich einmal zu melden, damit sie diese Einstellung treffen können. Wenn euch im Spiel erst auffällt, dass ihr einen Spieler kaum hört oder dass ein total krasses Knistern irgendwo mit in der Leitung drin ist oder es zu Rückhall kommt, Rückkopplung, und ihr habt bereits angefangen zu spielen, dann ist das nervig und das wollt ihr vermeiden. Also Soundcheck! Außerdem solltet ihr am Anfang Kommunikationsregeln klären. Es wird einfach so sein, dass immer mal Spieler versuchen, gleichzeitig zu reden. Am Tisch ist das gar kein Problem. Im virtuellen Bereich kann das schon ein Problem werden, wenn nämlich beide gleichzeitig versuchen zu reden, hört man keinen. Um solche Sachen zu vermeiden, wie man mit sowas umgeht, am Anfang einmal darüber sprechen, wie ihr damit arbeiten wollt, wenn Leute gleichzeitig reden zum Beispiel. Oder wie ihr es auch verhindern könnt. Natürlich sind wir nicht in der Schule, ihr könnt nicht sagen, zeigt erstmal einmal auf, ihr wollt jetzt gerade was sagen. Das klappt natürlich nicht. Gerade da kann die Cam auch nochmal sehr hilfreich sein, weil ihr ja zumindest sehen könnt, was der andere macht. Aber geht auch davon aus, dass es einen leichten Delay gibt, dass das Bild nicht hundertprozentig ist und ihr nicht immer sofort alles sehen könnt, wie am Spieltisch, wo euch viel klarer ist, wann jemand gerade sich auf den Weg macht zu sprechen, weil er zum Beispiel einatmet und ihr wisst, ah, okay, der möchte jetzt loslegen. Das seht ihr möglicherweise in der Kamera nicht. Und wenn ihr keine Kamera habt, dann habt ihr gar keine Chance, das mitzubekommen. Und verhindert unbedingt Störgeräusche. Es ist so nervig beim Spielen, wenn im Hintergrund die ganze Zeit der Rechner super laut summt, weil ihr da irgend so eine richtig alte Möhre habt oder gleichzeitig die Spülmaschine im Hintergrund läuft, die Mikrowelle neben dem Rechner steht und plötzlich volles Met in euer Mikrofon reinpumpt oder sonstige Sachen passieren. Der Hund muss auch nicht unbedingt die ganze Zeit auf dem Schoß sein und das Mikrofon ablecken oder solche Dinge. Vermeidet das einfach. Es wird die Spielspaßerfahrung für alle Spieler mindern, wenn ihr selber nicht dafür sorgt, dass ihr in einem Raum seid, der ein bisschen geschützt ist. Ihr werdet natürlich möglicherweise nicht die perfekte Situation erschaffen können. Aber wenn ihr zum Beispiel kleine Kinder habt oder sonst etwas, dann fragt doch wenigstens euren Partner, eure Partnerin, ob es nicht möglich ist, die Tür zuzulassen, während ihr gerade spielt, damit die Geräusche aus dem Flur nicht die ganze Zeit zu hören sind. Solche Dinge können sehr wertvoll sein, weil sie nämlich möglicherweise in einem sehr spannenden Moment die Immersion komplett zerstören durch ein Pling einer Mikrowelle, die euch jetzt gerade sagen möchte, euer Popcorn ist fertig geworden. Oder ihr sitzt gerade auf dem Klo und habt vergessen, euer Mikrofon leise zu machen und spült dann ab. Und plant auch das Zwischenmenschliche ein, denn es sollte sowas wie eine Kommunikationsnetikette geben. Bestimmte Regeln einfach. Man sagt Bitte und Danke, um die anderen nicht anzunerven, wenn man jetzt gerade Outgame ist. Aber auch Ingame sollte es bestimmte Regeln geben. Es wird nicht reingeschrien, es werden bestimmte Dinge einfach nicht gemacht, weil der eine oder andere Spieler da möglicherweise Probleme mit hat. Klärt das am Anfang. Wenn ihr einen Spieler dabei habt, der zum Beispiel ein sehr empfindliches Gehör hat, dann solltet ihr euren Spielern das vielleicht mitteilen oder sie sollten es erfahren, damit sie nicht auf die Idee kommen, zwischendurch mal zu sagen, ich brüll jetzt mal, während mein Barbar in Rage geht oder sowas, voll da rein, dann hat er möglicherweise ein Problem.
Die nächste Sache, die ihr am Anfang auch absprechen solltet, ist, braucht ihr eine X-Card, beziehungsweise gibt es eine X-Card und wie rufe ich die ab und mit welchen Regeln soll das Ganze eigentlich funktionieren? Solche Sachen solltet ihr am Anfang vor dem Spiel besprechen und nicht erst, wenn es soweit ist. Wenn nämlich der Spieler zwischendurch sagt, boah, das wird mir gerade ein bisschen zu viel, können wir das irgendwie, das ist unnötig, wenn es auch möglich gewesen wäre, über einen ganz einfachen Kommunikationsweg, über eine ganz einfache Regel, das von vornherein zu vermeiden, dass sich niemand so unangenehm fühlen muss beim Spielen, denn der Sinn der Sache ist ja nicht, dass es keinen Spaß macht. Dann plant Pausen ein und kündigt die von vornherein an. Wenn eure Spieler da sitzen und sich denken, boah, wir sind jetzt seit 2,5 Stunden dabei und das ist gerade so spannend, aber boah, ich muss schon seit einer Stunde aufs Klo und ich wollte die ganze Zeit nicht stören oder so. Das kann voll fürchterlich nerven, also dann ist der Spieler nicht konzentriert, ihr selber denkt euch, was ist mit dem los oder sowas. Deswegen sagt doch einfach, okay, wir machen alle 1,5 Stunden mal eine Pause, dann könnt ihr kurz aufs Klo gehen oder sonst was. Ihr könnt von vornherein eure Szene auch so planen, dass ihr sagt, okay, jetzt wird sozusagen der nächste spannende Abschnitt, das nächste Kapitel losgehen. Jetzt können wir doch einmal kurz eine Pause machen für alle Spieler, bedenkt sowas und sagt denen das auch, dass die kommen. Sonst werden die nämlich die ganze Zeit da sitzen und sich irgendwann denken, boah, die Punika-Flasche sieht langsam unheimlich verführerisch aus. Macht es auch deswegen, weil das Spiel viel intensiver ist als am Tisch. Das liegt einfach daran, dass ihr immer nur einen Sprecher habt. Ihr habt den Spielleiter, der erzählt, oder einen Spieler. Der Smalltalk, der am sonstigen Tisch irgendwo stattfindet, oder dass alle durcheinander reden, miteinander reden können und sonst was, das gibt das alles nicht. Also müssen alle viel besser aufpassen, viel mehr zuhören, sind in der Regel viel tiefer drin, wenn ihr die sonstigen Rahmenbedingungen alle gut geschaffen habt, aber dadurch ist es auch viel, viel anstrengender. So eine Session online sollte nicht 6 bis 8 Stunden gehen, weil das eure Spieler einfach platt machen wird. So lange vor einem Bildschirm zu sitzen und die ganze Zeit darauf zu starren und keine Pausen zu machen möglicherweise, das ist für viele Leute einfach super ungewohnt und zu viel. Dementsprechend plant kürzer. Geht davon aus, dass eure Sessions zwischen 2 und 4 Stunden vielleicht gehen werden. Wartet auch bitte, nicht nur bei euch selbst, sondern bei euren Spielern, dass man ordentlich sitzen sollte und solche Sachen. Es klingt gerade total banal, ich weiß, aber wenn ein Spieler die ganze Zeit in seinem Stuhl drin hängt und ihr seht die ganze Zeit so ein Doppel- und Trippel-Kinn, dann kann das total nervig sein. Er hat sein Handy unten auf dem Schoß liegen, guckt die ganze Zeit hoch und ihr könnt jeden einzelnen Popel in der Nase zählen. Sowas will man sich doch nicht stundenlang angucken. Und manchen Leuten ist das gar nicht bewusst, dass das so schlimm aussieht, weil sie vielleicht gar nicht auf ihren Bildschirm achten dabei, wie sie selber in dem Fenster aussehen oder es stört sie nicht so sehr, aber euch oder eure Spieler könnte es stören. Also achtet ein bisschen drauf, dass zumindest alles einigermaßen in Ordnung ist. Wenn jemand super ungepflegt ist oder irgendwer komplett oberkörperfrei, also außer das gefällt euch total gut, da die ganze Zeit sitzt und das stört, ne? Also versucht so etwas zu vermeiden. Und nehmt beim Rollenspiel auch nicht zu viele Leute an den Tisch. Beim Online-Rollenspiel ist es einfach nochmal so, dass die Leute sowieso in der Regel, dadurch, dass nicht alle gleichzeitig oder durcheinander reden können und das Miteinanderreden komplizierter ist, weniger Sprechanteile da sein werden. Und wenn ihr dann mit 6 bis 8 Spielern unterwegs seid, dann kann das sein, dass einige von denen durchaus mal eine Viertelstunde lang gar keine Aktion hatten und auch keine Möglichkeiten einzuspielen. Geht also eher davon aus, eine Runde von 3 bis 4 Spielern und einem Spielleiter, das ist eher so die optimale Situation. Und macht selbst und sagt euren Spielern, dass sie ihre Handys ausmachen sollen oder zumindest lautlos. Ein Anruf zwischendurch in einer spannenden Szene, der haut euch die Immersion um die Ohren. Das wollt ihr vermeiden und das nervt. Wenn die Spieler sagen, ich muss das Handy laut lassen, weil ich auf den wichtigen Anruf warte, weil jetzt gerade mein Partner, meine Partnerin, mein Kind im Krankenhaus ist oder sowas, ist das ja nochmal was anderes. Das kann man vorher ankündigen, aber alle anderen, die auf nichts Wichtiges warten, die können das dadurch signalisieren, dass sie auch diese Störung nicht zulassen. Und jetzt kommen wir zu meinen 3 angekündigten Tipps für den Schluss. Und jetzt zum Schluss kommen wir zu meinen 3 angekündigten Tipps, die euch helfen werden, euer Spiel zu verbessern. Erster Tipp, die Regel du zuerst. Wenn 2 Leute gleichzeitig versuchen sollten zu reden, dann ist die Regel, jeder sagt du zuerst. Derjenige, der zuerst sagt, du zuerst, der wird in der Regel auch besser darauf verzichten können in dem Moment. Und für den anderen ist klar, ich habe das du zuerst gehört, alles klar, ich darf jetzt sprechen. Wenn ihr euch da konsequent dran haltet, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Wenn die Leute nicht anfangen, das ad absurdum zu füllen, und das habe ich noch nie erlebt, dann kann das wirklich hilfreich sein, um die Kommunikation relativ einfach gelingend hinzubringen, ohne diese awkward moments, wo keiner mehr redet, weil keiner weiß, was er machen soll. Tipp Nummer 2. Online fällt es einfach nicht so stark auf wie am Tisch, weil ihr möglicherweise eure Spieler vielleicht gar nicht sehen könnt und deswegen nicht klar wird, dass sie sich zurückgezogen haben oder nicht mehr so richtig drin sind. Schafft für jeden eurer Spieler ihre Spotlight-Momente. Bedeutet also, jeder Spieler hat so seine
paar Minuten im Spiel, wo er einfach mal im Fokus der Geschichte ist. Und kündigt das vorher an für eure Spieler, dass diese Spotlight-Momente auch kommen können, dass jeder auf jeden Fall seinen Moment irgendwo hat. Ob er diesen Moment jetzt als was Gigantisches wahrnimmt, das ist eigentlich völlig egal. Die meisten Spieler werden sagen, hey, das ist jetzt mein Moment, völlig egal, was jetzt passiert, jetzt bin ich auf jeden Fall gefordert. Das führt dazu, dass eure Spieler deutlich konzentrierter bleiben, weil sie ja jetzt wissen, dass sie irgendwann gefordert sind und dass sie dann auch voll dabei sein müssen. Und das bedeutet für jeden Spieler, der sich gerade nicht ganz sicher ist, was er da eigentlich gerade mit seinem Leben und seiner Lebenszeit anfängt, dass sein Moment kommen wird und auch, dass er auf den bauen kann. Und das kann Spielern sehr, sehr helfen, gerade introvertierten Spielern auch, die sonst Schwierigkeiten haben, irgendwo sich ins Spiel reinzuarbeiten. Die müssen sich natürlich in dem Moment dann damit auseinandersetzen. Sie können natürlich auch am Anfang sagen, sie wollen keinen Spotlight-Moment, weil sie diese Situation nicht aushalten können. Aber wenn sie nichts dagegen haben, dann wissen sie, okay, jetzt muss ich mich überwinden, jetzt muss ich es hinkriegen. Und das zu wissen, dass das kommt und sich darauf vorbereiten zu können und nicht völlig überrascht zu werden, kann sehr, sehr hilfreich für solche Leute sein. Und Tipp Nummer 3. Kamera frisst Emotion. Es hat sehr, sehr viel Sinn, wenn ihr mit 120% spielt. Das bedeutet also, 100% am normalen Tisch mit allen Acting und allem, was drum und dran so dabei ist, das reicht in der Regel. Die Leute finden sich mit dieser Rolle zurecht, aber die Kamera frisst vieles, weil einfach dieses persönliche Nahe nicht da ist und weil vielleicht nicht so ein gutes Bild oder so ein guter Ton da ist. Deswegen hilft es, ein bisschen Overacting zu betreiben. Seid einfach immer so ein bisschen drüber. Guckt wirklich entsetzt in dem Moment, wenn etwas Entsetzliches passiert und nicht einfach... Denn das ist einfach ein riesiger Unterschied für alle anderen Spieler, die möglicherweise gerade genau in dem Moment auf euer Bild achten, weil es etwas ist, was mit eurer Figur passiert ist oder weil sie mit eurer Figur etwas verbinden, was mit dieser Situation zu tun hat, dass ihr möglicherweise der Retter aus dieser Situation seid oder sonst etwas. Und wenn ihr dann vernünftig darauf reagiert habt, dann werden das alle viel, viel cooler in dem Moment finden. Also Overacting. Ich hoffe, meine Aufstellung und meine Tipps waren hilfreich für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich unten in den Kommentaren stellen. Ihr könnt sie mir aber auch später schreiben oder ihr kommt auf meinen Discord-Server zu Roll20. Da können wir natürlich auch über andere Sachen reden oder ihr wollt mich möglicherweise bei Patreon unterstützen und könnt dann da sowieso jede Frage der Welt stellen, was ihr so wissen wollt. Und gerade dann ist es auch völlig egal, ob es noch um VTTs geht oder um ganz andere Ideen. Und bei der Conspiracy werde ich auch ein Panel haben, ein Q&A zu Roll20. Wenn ihr also etwas mehr über dieses VTT wissen wollt, über das ich heute ja nur ein wenig geredet habe, dann schaut doch einfach vorbei, da könnt ihr eure Fragen stellen und da können wir uns ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.